Bilder da eben gesehen hat. Aber es kommt nun mal vor, Karl-Dieter Möller, dass man sich dann auch mal beschweren muss und man muss vor Ort auch handeln. Dabei Loge oder wir sind im Internet und lesen uns Angebote durch. Auf was muss ich denn achten, wenn es um die sogenannte Katalogsprache geht? Ja, zunächst mal, wenn wir im Katalog unsere Reise zusammenstellen. Abflugzeit ist 19 Uhr. Also sie verliert somit am Anreisetag schon mal 11 Stunden. Ist das rechtens? Fragt sie, weil sie haben schon das Reisebüro kontaktiert und die Fluggesellschaft, aber es tut sich nichts. Ja, ein Zuschauer schickt uns eine Mail, er möchte namentlich nicht genannt werden. Spricht über die Endreinigung, sagt er. Da gibt es auch vieles zu beachten. Also wir reden hier über Ferienwohnungen. Ja, was muss man denn da eigentlich beachten? Ganz einfach. Wenn ich da pauschal gebucht habe und es nicht im Vertrag steht, muss ich auch keine Endreinigung bezahlen, wenn ich dieses Ferienhaus selbst... Und da spielen die Daten jetzt eine große Rolle, weswegen ich das auch ein bisschen ausführlicher sage. Er hat vom 1. Mai bis zum 15. eine Reise gebucht. So, das war eine Neueröffnung von einem Hotel und das Restaurant wurde am 3. erst fertiggestellt. So, das Hotel war aber eine komplette Baustelle, als er dort war. Und dann hat er am 5. Mai hat er ein Ersatzhotel bekommen. Jetzt fragt er, wie viel kann ich denn nachträglich zurückbekommen? Also ja, es geht um Kohle. Nur. Herr Möller, wir machen gleich weiter. Ich will nur noch mal kurz in der Küche vorbeischauen, weil da sind doch die Gnocchis. Ja, nicht nur der Lärm, sondern durchaus, wenn die Düfte oder aus das. Der Küche, man hat da direkt sein Zimmer drüber, ist nicht prickelnd, muss aber ich sagen. Aber ich wollte eigentlich eine Brücke bauen zur Lärmbelästigung, ja, oder? Ja, klar, wenn man zum Beispiel... Wurde am 24. Februar von ihm fertig gemacht, gestellt und er hat bis heute nichts gehört. So, was ist los, fragt er. Ja. Kann denn alles ein außergewöhnlicher Umstand sein? Also, einen anderen Umstand kenne ich, aber was ist der außergewöhnliche Umstand? Also das ist eigentlich ganz gering, wenn es an Fabrikation... Außergewöhnlichen Umständen unterscheiden. Höhere Gewalt ist alles das, was ich nicht vorhersehen kann. Also